Post-Chromatica Ball Realness. Ich habe ungefähr 7 neue Pickel, weil ich mich die letzten 3 Wochen nur von Brot mit Hummus, veganen Burger bei Burger King und Pommes, süßen Drinks, Traubenzucker ernährt habe. That's what I look like. Auf jeden Fall hatte ich jetzt gerade mal wieder einen kleinen Breakdown, weil ich mein Notizbuch geöffnet habe. Und hier sind meine ganzen Bändchen drin. Bin echt sad, dass es in London nicht so ein geiles Bändchen gab, sondern nur dieses blöde Tottenham-Band. Dann habe ich noch diese Golden Circle-Dinger. 3-mal. Das gibt es wenigstens 3-mal. In 3 verschiedenen Farben. Diese Leuchtarmbänder. Das hebe ich auf jeden Fall auch auf. Das habe ich gar nicht benutzt. Und ich habe so ein Glas, wo ich solche Bändchen sammle, weil ich einfach ein absoluter Nerd bin. Hier habe ich zum Beispiel auch noch das Band, womit ich bei Enigma war, also bei Gagas Las Vegas Show. Dieses Konfetti ist noch vom Art Rave. Glaube ich, ordnet die immer jetzt gerade hier ein. Sowas macht mich echt emotional. Und dann so Festivalbändchen, Republika-Bändchen, Hurricane, oh mein Gott. Wow, jetzt bin ich hier richtig tief down Memory Lane gegangen. Meine italienische Steuernummer, mit der man in Italien eigentlich alles macht. Meine Dauerkarte der Documenta 14 und mein Semesterticket aus Bremen. Also, wow, wirklich alles gefunden. Und einfach mein Bändchen von Empire Moment. Goodbye. Und mein Early Entry Bändchen von 2014 Art Rave. I can't. Auch absolut iconic. Hallo, ihr Lieben. Meine Stimme ist immer noch nicht completely back. Ich war gerade in der Dusche, deshalb sehen meine Haare so wild aus. Es ist heute nämlich Mittwoch und ich habe heute Vormittag ein bisschen Lektüre gemacht für meine Abschlussarbeit, ein bisschen Video geschnitten. Ich versuche heute den London Vlog fertig zu schneiden. Mal schauen, ob das klappt. Ich weiß noch gar nicht genau, was mein Konzept ist, aber wenn ich die ganzen Dateien vor mir sehe, dann wird sich das ergeben, schätze ich. Es ist super heiß heute und ich habe gerade Post bekommen. Richtige OGs erinnern sich. Von Trend Raider. Trend Raider war eine meiner allerersten KooperationspartnerInnen und auch eine Marke, die ich damals angeschrieben hatte, weil ich war so, wie cool sehen diese Boxen aus. Hab die auch wirklich fast 1,5 Jahre jeden Monat bekommen und super viele Produkte dadurch entdeckt, die auch jetzt immer noch in meinem Alltag sind, die ich nachkaufe. Und jetzt habe ich ein paar Monate Pause gemacht. Ich würde sagen, wir öffnen sie zusammen. Trend Raider machen Food- und Lifestyle-Boxen. Man kann die entweder im Abo kaufen oder einzeln. Also sind auch voll schön zum Verschenken. Das ist die Summer Vibes Box. Hier stehen alle Produkte drin, aber ich schaue wie immer nicht rein. Ich muss einmal ganz kurz auf meine Dauerwelle eingehen, die einfach non-existent ist. Also ich habe keine Ahnung, warum das dieses Mal nicht funktioniert hat. Aber die ist ungefähr einen halben Tag schön und dann nicht mehr. Und auch im Ansatz einfach überhaupt nicht. Bin ein bisschen unzufrieden. Aber so ist es mit der Dauerwelle. Man weiß halt immer nicht, was man kriegt. Okay, ich greife einfach rein und lasse mich überraschen. Cute! Von dieser Marke habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das ist ein Not a Bag. Und die kann man über die Schulter tragen oder wie ein Rucksack. Das ist die Hello World Special Edition. Die ist ja richtig cute. Und die kann man so zusammenlegen. Also die ist perfekt auch so für in die Tasche. Dann haben wir hier einmal entsteinte Datteln von Seeberger. Ich wollte mir eh gerade Datteln kaufen, weil ich momentan wieder so eine Dattel-Erdnuss-Obsession habe. Dann ein bisschen Schokolade drauf. Dann haben wir hier von Hennes Finest fermentierten Pfeffer. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Das sind auch Pfefferkörner. Ich muss mir auf jeden Fall mal eine Pfeffermühle zulegen. Dann haben wir hier einmal von Naturata vegane Aioli. Können wir immer gebrauchen in diesem Haushalt. Das ist, glaube ich, ein Pfefferfächer. Den hätte ich mal vor 3 Wochen in Düsseldorf und in Paris gebraucht. Der ist auch pink. Der ist irgendwie richtig geil. Und der ist von der Marke, let me check, Just Fans. Dann haben wir hier ein Gewürz, und zwar von Sonnentor, das Gemüsetopping. Eine Flasche ist drin, eine Glasflasche. Oh, Wine AD oder Wine Aid. Alkoholfreier Bio-Wein. Das ist ja cool. Voller Biogenuss und null Alkohol. Dann ist hier noch eine vitalisierende Tuchmaske von Tautropfen. Oh mein Gott, wie terrifying. Detox-Pflege für ihre Haut. Dann ist hier ein Energy-Shot Vigo Kombucha. Und zwar mit Matcha und Koffein. Geil! Dann ist hier dieses Made by Nami Live Free. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Cute! Und hier ist ein kleines Armband drin.
Und als letztes haben wir hier ein kosmetisches Mundpflegespray von Herblitz. Das kommt in so einer Sprühflasche und da kann man sich das wahrscheinlich einfach in den Mund sprühen. Das war die Box und mit diesem Code könnt ihr 10% sparen auf eure Box. Also falls ihr die nächste mal auschecken wollt, dann schaut da gerne mal vorbei und danke an Trend Raider. Es war mir wieder ein Fest. Guten Morgen. Not gonna lie, ich fühle mich echt nicht so, als würde ich auf einer Kamera zu sehen sein wollen gerade. Einfach weil mein Gesicht einfach so picklig gerade ist und ich weiß nicht, was los ist. Naja, auf jeden Fall ist heute Samstag und ich bin gerade an den allerletzten Touches vom neuen TLD-Magazin. Ich habe gerade die Druckdatei exportiert und da guckt jetzt das Gestaltungsteam nochmal drüber. Ein letztes Mal. Und dann bekomme ich hoffentlich bald den Kostenvoranschlag, damit ich den annehmen kann von der Druckerei und dann endlich losschicken kann. Das Cover ist fertig. Das werde ich jetzt noch auf Mockups ziehen, damit Lena das in unseren Shop laden kann. Und dann können wir das Magazin bald in den Shop stellen. Sobald der Shop online ist, sage ich euch Bescheid. Aber genau, da sitze ich jetzt noch dran und das reicht jetzt auch. Also so oft hat man dieses Heft jetzt gesehen und es ist wieder cool geworden, aber irgendwann reicht es dann auch. Also ich hoffe, dass das alles klappt. Das mache ich jetzt alles noch fertig. Und heute Abend ist der Comedica Ball Livestream, da freue ich mich auch richtig drauf. Da muss ich mir noch ein paar Notizen machen, damit ich irgendwie weiß, was ich sagen will. Aber ja, soweit so gut, ich freue mich und ist ein guter Tag heute. Ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben, weil ich muss erstmal wieder irgendwie ins Vloggen reinkommen. Ich weiß auch nicht. Es ist ja nicht so, als hätte ich aufgehört zu vloggen, aber so Alltag-Vloggen ist irgendwie nochmal was anderes. Weil wenn ich dann so meine Alltagssachen mache, dann denke ich halt einfach nicht dran, irgendwie das auch noch zu filmen, weil das halt so langweilig ist. Auf jeden Fall, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, bin ich zu Hause in der Heimat. Ich bin diese Woche komplett in der Heimat und will auch auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Mal schauen, wie das klappt, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe. Ich habe Mittwoch eine Abgabe und heute muss ich auch Homeoffice machen. Versuche, mich einfach in jeder freien Sekunde so ein bisschen rauszulegen beziehungsweise vor allem schwimmen zu gehen. Ich liebe ja unser Schwimmbad hier in der Heimat und ich habe da immer eine Jahreskarte und die habe ich dieses Jahr noch gar nicht richtig nutzen können und deshalb... Genau, also ich bin schon happy, wenn ich nur einmal morgens, einmal abends ins Schwimmbad springe und meine Bahnen ziehe. Dann. Es ist jetzt 8.30 Uhr, ich fange jetzt erstmal an zu arbeiten. Meld mich später wieder, falls es irgendwas zu erzählen gibt. The day is over und ich habe genau diesen Platz nur einmal verlassen und zweimal verlassen. Einmal zum Mittagessen und einmal zum Sport machen im Keller. Es ist wirklich tragic, weil das Wetter ist so schön und ich habe heute diesen Arbeitsplatz nicht verlassen und morgen muss ich auch hier sitzen. Aber ich habe Mittwoch halt eine Zwischenabgabe vom Staatstheater. Und ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, was zu machen und deshalb muss ich das jetzt machen. Und zwar werden die Einzelcollagen, die ich gemacht habe, ich habe ja für das Spielzeitheft vom Staatstheater Collagen gemacht. Den Vlog verlinke ich euch mal unten. Und jetzt wollen die noch eine Großcollage haben. Diese Großcollage wird, also es gibt zwei, die eine wird 9,89 Meter breit und die andere 10,37. Und die werden im Opernfoyer hängen und da sitze ich jetzt gerade dran. Das dauert natürlich alles sehr, sehr lang und da habe ich halt Mittwoch Zwischenpräsentation und deshalb muss ich da ein bisschen was machen. Und jetzt gleich habe ich noch TLD-Meeting. Ich könnte jetzt auch mal wieder das Fenster aufmachen. Ich glaube, es ist jetzt kühl genug. Und dann ist Abend und ich denke, ich esse Abend mit meiner Mama und wir schauen gerade Damaged Goods mit Sophie Passmann auf Amazon Prime. Und ich war echt überrascht. Meine Mama hat es empfohlen. Also die meinte, sie hat in irgendeinem Podcast davon gehört und hat gesagt, wir können ja mal eine Folge schauen. 4 von den 8 Folgen gestern geguckt. Die sind alle eine halbe Stunde lang, ein bisschen mehr. Also und mir hat sie voll gut gefallen bisher. Ich war gerade schwimmen und jetzt werde ich den TLD-Shop live stellen. Seid dabei. Die Produkte sind alle angelegt, die Mockups sind fertig und jetzt werde ich einfach die Produkte auf Active stellen. Oh my God.
Wir haben einfach eine Eisdiele und die haben eine Eis-App. Und da kann man einfach sehen, wo gerade das Eisauto ist. Es ist nur noch wenige Meter entfernt. Das heißt, gleich gibt es erstmal Eis. Aber wie geil ist das? Und dann kann man sogar auf die Karte klicken und gucken, was die in Stock haben. That's inventive. Hello! Meine Haare stehen alle ab. Es ist auch noch ein bisschen wild, aber meine Mama hat mir gestern Abend meine Haare ein bisschen abgeschnitten, weil sie waren auf jeden Fall zu lang. Und jetzt ist es auf jeden Fall wieder mehr so meine Länge. Kommt Mama, die hat ihre Handtasche vergessen. Tschüss, viel Spaß! Es ist auf jeden Fall Freitagabend. Ich habe gleich noch ein Meeting mit dem Staatstheater. Da habe ich ihnen jetzt die Entwürfe geschickt und das bequatschen wir gleich. Ich bin echt gespannt, ob da jetzt was dabei ist. Ich habe noch nie so eine große Wimmelbildcollage gemacht, deshalb... Ja, ich hoffe, dass da was dabei ist. Danach mache ich mir Abendessen und dann wird einfach gechillt. Also ich habe echt heute viel geschafft. Ich habe heute Vormittag meine komplette Steuererklärung gemacht. Natürlich habe ich schon vorher Vorarbeit gemacht, aber so abgeschickt und alles hochgeladen und so. Also das ist jetzt alles durch. Ich hoffe, das geht auch alles so durch. Soweit, so gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen entspannten Abend nachher. Ich setze mich, glaube ich, dann einfach in die Sonne und esse zu Abend und... chille. Morgen schicke ich noch ganz entspannt das Tier in die Heft weg, aber ich meine, jetzt am Wochenende passiert da eh nichts mehr. Deshalb gar kein Stress und ja, ich freue mich. Irgendwie sehe ich heute anders geschminkt aus. Ich weiß nicht, ob es mein Eyeliner ist, der irgendwie dicker ist als sonst, aber irgendwie sehe ich anders aus. I don't know. Hallöchen, ihr lieben Mäuse. Ihr seht, ich bin wieder in Kassel. Ich bin nachher mit Simon und einer anderen Freundin verabredet. Und deshalb bin ich jetzt gerade wieder hierher gefahren. Es ist Samstag. Und ich dachte, weil ich ja voll viel über das Tierende-Heft schon gesprochen habe, dass ich euch nochmal ganz kurz zeige und erkläre, was Tierende überhaupt ist. Für diejenigen, die neu sind. Ich habe 2017 im Oktober Tierende gestartet mit Nora und Luca. Ich kannte die, weil Nora auch YouTube-Videos macht. Nora uns quasi so verbunden hat und wir alle so ein bisschen dieselbe Idee hatten und das dann einfach gestartet haben. Und zwar ist Tierende ja eine Plattform für junge Menschen, um ihre Texte, ihre Fotos, ihre Kunst zu veröffentlichen. Wir haben Tierende ja im Februar 2019 als Verein gegründet und sind jetzt auch ehrenamtlich tätig. Also alle, die bei Tierende irgendwie mitmachen, sind ehrenamtlich im Verein. Wir geben auch Workshops und haben Talks gehalten. Ich verlinke euch mal alles, was so interessant zu Tierende ist, in der Infobox. Und der größte Traum war aber immer, dass wir ein Printmagazin machen, wo wir möglichst viele Leute einfach als Kollektiv so zusammenbringen können. Im Mai 2020 haben wir dann unser erstes Printmagazin Wilde Zeiten veröffentlicht. Und hier haben auch schon 30 Leute dran gearbeitet. Und jedes unserer Hefte hat ein Thema. Und das war eben Wilde Zeiten. Das habe ich gestaltet. Also ich habe die Artdirektion, die Bildredaktion und das Editorial Design gemacht. Und genauso auch bei unserem zweiten Printmagazin. Und zwar Nackt. Das ist im März 2020 rausgekommen. Und das hier ist im Mai 2021 rausgekommen. Und jetzt kommt eben unser drittes Printmagazin dran raus. Mich hatten einige gefragt, wie wir so viele Leute zusammengekriegt haben. Wir haben einen Open Call gestartet, euch das Thema verraten und dann haben eben Leute ihre Ideenskizzen eingereicht. Dann haben wir irgendwie ausgesucht und jetzt sind an dem Heft insgesamt 37 Leute beteiligt, was ziemlich krass ist. Und es ist wieder ein richtig schönes Heft geworden, ein sehr diverses Heft. Wir haben tolle Themen, wir haben tolle AutorInnen, tolle GestalterInnen. Es ist ein sehr illustratives Heft geworden. Also ich würde sagen, unsere vorherigen Hefte waren immer eher fotofokussiert und dieses Mal haben wir sehr, sehr viel Illustration, was ich ziemlich cool finde. Und deshalb ist auch unser Cover illustriert. Genau, alles, was wir einnehmen mit dem Magazin, bleibt im Verein. Damit decken wir quasi unsere jährlichen Kosten, wie Briefkasten, Steuerberatung, Website, Adobe-Abo und so weiter und so fort. Also genau, falls es euch interessiert und ihr uns gerne mal unterstützen wollt, dann verlinke ich euch unseren Shop auf jeden Fall mal in der Infobox. Ach, und dieses Heft habe ich nicht allein gestaltet, sondern mit Mara und Anna zusammen. Das sind zwei, die bei uns im Gestaltungsteam tätig sind. Falls jetzt jemand fragt, ob wir momentan noch Leute in den Verein aufnehmen, momentan eher nicht, weil wir gerade noch umstrukturieren. Aber falls wir nochmal Leute suchen, dann auf jeden Fall Tierende auf Instagram folgen. Da kriegt ihr immer die neuesten News. Ich würde sagen, ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle, damit ich den schneiden kann und euch morgen hochladen kann. Ich sende euch ganz viel Küsse und ganz viel Liebe und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!